Mann, du verdammte GoPro, echt. Ich weiß nicht. Oh Mann, echt zum Kotzen, ehrlich. Guten Morgen, Internet. Heute ist Dienstag, der 17. Wenn ich mich nicht irre, 17.11.2015. Und ich habe irgendwie keine Lust gehabt, gestern das Video zu schneiden. Deswegen muss ich mich jetzt um frühen Morgen noch daran setzen. Ja, ist ein bisschen doof. Aber gut, schaffe ich auch, bevor ich mit dem Hund los muss. Eindeutig Herbst. Ganz schön kalt, würde ich mir anschauen. So. Das ist kalt. Mann. Doch schon irgendwie der dritte Tag mit Regen. Naja, so ist der Herbst. Ich mag ihn trotzdem. Komm mal her, wir machen das heute anders. Du kannst den Stock mitnehmen, aber wir gehen in eine andere Richtung. Nimm mit. Ja, ansonsten hat alles geklappt. Video geschnitten, jetzt gerade am Hochladen zu YouTube. Sprich, heute Abend 17 Uhr online. Habt ihr hoffentlich jetzt schon gesehen. Ja, ist ein bisschen komisch, oder? Über Sachen zu erzählen, die... Naja, ihr wisst. Ja. Bin ich ganz so zufrieden mit dem Schnitt? Ich glaube, Vlog Nummer 95 war cooler. Also war ein bisschen besser geschnitten, hat mir besser gefallen. Ja, aber ich mache mir da drüber auch keine Gedanken vorher. Ja? Ich nehme einfach auf. Und da fallen mir so ein paar Sachen ein, während ich aufnehme. Also wie, weiß ich nicht. Also so typische Sachen, ne? Also jetzt stellst die Kamera in den Spind rein und dann tust du nochmal so, als wenn du den Spind gerade aufmachst und die Kamera da drinnen läuft und so. Ist immer ganz witzig, aber ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Ansonsten nehme ich einfach halt nur auf und guck dann beim Schneiden, was passiert. Und wie ich das mache. Auf Dauer interessanter zu machen, sollte ich mir vielleicht überlegen, um es auf Dauer interessanter zu machen, sollten coolere Sachen passieren in meinem Leben oder generell mehr los sein als Gassi gehen und arbeiten. Aber komm, seid doch mehr ehrlich. Die meisten von euch sieht der Tag auch nicht viel anders aus. Das ist das reale Leben hier. Apropos Vlog. Manche sagen ja auch Vlog. Finde ich total bescheuert. Das heißt auch nicht Vlog zum Blog. Eigentlich ist es ja schon falsch, zu einem einzelnen Video Vlog zu sagen. Finde ich. Weiß ich nicht, ob es so ist. Finde ich halt. Meiner Meinung nach. Denn eigentlich war Teamer.com, also nach meinem Empfinden, ne? Teamer.com war mal ein Vlog, ein Videologbuch, ein Videoblog. Als ich wirklich nur Videos da online gestellt habe. Jetzt ist es ein Weblog. Auch wenn da Videos sind. Weil eigentlich sind die Videos von YouTube und nicht ins Blog direkt eingebunden. So wie ich das damals hatte. Ah gut. Ist ja auch egal. Ich nenne es jetzt immer Vlog, weil es halt alle so nennen. Und ich glaube, dass die Leute dann mehr damit anfangen können. Diese GoPro. Jetzt habe ich ganz viel erzählt gerade und ich glaube, das hat nicht aufgenommen. Denn gemerkt habe ich das, als ich plötzlich vor einem Reh stand. Oder, nee, ein Reh war das nicht, war Dammwild, glaube ich. Ich ganz schnell die Kamera drehte, bevor es dann weggerannt ist, weil es mich und Cookie bemerkt hat. Und man hätte es aber noch kurz im Video sehen können. Aber als ich die Kamera dann zurückdrehte zu mir, stelle ich fest, dass es nicht aufgenommen hat. Super. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich zuletzt aufgenommen habe oder aufgenommen haben könnte. Denn ich weiß nicht genau, wann die Kamera nicht anging oder einfach wieder ausging. Es ist so zum Kotzen mit dieser GoPro. Ich weiß nicht, was das ist, aber es nervt. Wahrscheinlich brauche ich bald eine neue GoPro. Super. Jetzt weiß ich nicht mehr, was zuletzt aufgenommen wurde. Was ist los, Cookie?
Okay. Ja, ich habe gerade erzählt, dass gestern das erste Mal war, dass ein Gast gefragt hat, warum da eine Kamera steht und auf mich zeigt, ob es einen Livestream gibt. Und da habe ich ihm kurz gesagt, nein, Livestream gibt es nicht. Aber ich nehme jeden Tag ein Video auf und stelle es auf YouTube, bin ein Daily Vlogger. War ein recht junger Typ, hat da auch verstanden. Jedenfalls hat er gleich gefragt, okay, wo man das sich anschauen kann, beziehungsweise wo nachher auf YouTube dann suchen muss. Also wenn er das hier sieht, an dieser Stelle schöne Grüße. Naja, aber Livestream ist natürlich interessant. Hatte ich ja auch schon mal. Ich hatte ja schon mal Periscope und Meerkat auf Arbeit kurz an, aber ja, das kannst du auch nicht einfach so machen. Also wenn, dann sollte man das richtig machen. Und dann muss man natürlich an Chefetage fragen und könnte man das vernünftig als Marketingkanal nutzen oder eher so Markenbindung und so ein kleines Highlight mal was anderes. So wie es das, ich glaube in Schweden war das, ja in Schweden. Das ist eine Pizzeria, glaube ich, also ein bisschen größere Pizzeria, eher schon ein Restaurant. Ich glaube, die hießen Trattoria. Die haben auf Meerkat, ich weiß nicht, ob sie noch mal Meerkat schon lange nicht mehr aufgehabt. Die haben immer so einen Livestream angeboten. Also der Küchenchef sogar selbst, glaube ich, hat das gemacht. Natürlich in Absprache mit dem Besitzer. Der damals so alles erklärte. Und ja, da hat sich dann immer gefilmt oder so einen Livestream angeboten, wie sie die Vorbereitungen treffen. Alles schneiden und vorbereiten fürs Geschäft. Immer mit Ankündigung, also so in 6 Stunden oder ab dann und dann neuer Livestream, Vorbereitungen fürs Geschäft oder Service dann. Ja, das war ziemlich cool. Relativ große Zahl an Anhängern und Zuschauern jedes Mal. Und das liegt natürlich auch daran, dass der Küchenchef dann nicht nur einfach da mitgefilmt hat, sondern auch die Fragen der User beantwortet hat. Also wenn die dann Fragen hatten, was er gerade macht, warum er das gerade so macht und so, hat er das live beantwortet. Im Prinzip so eine kleine Live-Kochshow. Ja, und so könnte man das natürlich auch ziehen. Aber wie gesagt, das muss mit den Verantwortlichen abgesprochen werden. Und ich glaube, bei uns ist es auch von den örtlichen Gegebenheiten nicht so einfach zu machen und schon gar nicht dann im Hauptgeschäft. Da hast du einfach keine Zeit danach zu gucken, wer da gerade was fragt oder so. Oder sich darum zu kümmern, dass die Kamera irgendwie so steht, dass irgendwas Spannendes im Bild ist. Du könntest es so irgendwo hinstellen und die ganze Zeit so laufen lassen. Ja, aber das reicht auf Dauer dann halt auch nicht aus. Naja, hab ich mir vorher noch erzählt. Achso, ich habe über Vlogs, über Vlogs gesprochen. Manche sagen nämlich Vlog und das finde ich total bescheuert. Also das hört sich bescheuert an. Ich weiß nicht, was da nun richtig ist oder ob es da ein richtig und falsch gibt. Ist mir auch egal, ich sag Vlog. Aber Vlog, finde ich, hört sich bescheuert an. Ich sag ja auch nicht Vlog zum Blog oder zum Weblog. Streng genommen ist es ja nicht mal ein Vlog. Jedenfalls nicht so ein einzelnes Video. Aber gut. Oh. Wir werden wohl also entweder legt hier einfach jemand seine Gartenabfälle ab oder sollen Schweine oder Wild allgemein angelockt werden. Ach, ich möchte es jetzt auch gar nicht als auseinanderklabüstern, warum was ein Block ist und warum das, was ich hier mache, eigentlich kein Block ist oder eben nicht das einzelne Video. Und ist auch egal. Es ändert sich sowieso alles und ich bin mal dazu übergegangen, dass
auch so, weil die Leute dann eher was mit anfangen können. Und warum soll ich dann derjenige sein, der dann mit der mit dem Zeigefinger winkt und sagt, nein, 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 so heißt das aber nicht. Und das ist auch bescheuert. Man muss einfach mit der Zeit gehen, und wenn sich das ändert und es so heißt, dann heißt es eben so. Was soll's. Es hat aber gerade gerumst. Keine Ahnung, was das war, aber sich merkwürdig angehört, macht man sich hier schon Gedanken nach dem Vorkommnissen letzte Woche. Klingt jetzt vielleicht albern, aber es ist ja doch so. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass es ausgerechnet hier was passieren sollte, aber wer weiß. Ich glaube, da, wenn, dann hätten die da andere Ziele. Naja, ich habe gestern irgendwie einen Artikel gelesen oder. Ne, es war kein Artikel, war irgendwie nur ein Post auf Facebook oder so von irgendjemandem, den irgendjemand aus meinem Bekanntenkreis geliked hat, glaube ich. Da wurde auch so geschrieben, dass die oder derjenige in der Nacht aufgewacht ist durch einen lauten Knall und sofort voller Angst im Bett saß und überlegt hatte, ob denn jetzt was passiert sei und ob man sich in Sicherheit bringen müsse und so. Und als einzige weitere Erklärung, das war dann halt wirklich alles, ne, so kam dann nur noch so, dann wurde mir klar, dass es gar nicht so ist oder dass ich mir keine Sorgen machen brauche, konnte allerdings nicht weiter schlafen. Und das war dann alles. Das ist ein bisschen, ja, keine Ahnung, schon fast Clickbait. Naja, fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich habe die letzten paar Male das Vlog ja auch zu Facebook hochgeladen und es ist einfach nur schrecklich. Ich weiß nicht warum, das war gestern so, dann nach dem dritten Anlauf dann ging es und jetzt ist es auch so. Dieses ganze Upload-Prozess, der hängt. Hier Beach Ball. Mein Rechner hat wirklich genug Power, aber ich kann jetzt hier nichts bearbeiten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt warten sollte oder ob das noch besser wird, keine Ahnung, ist schrecklich. Gestern habe ich das Ganze irgendwie 3 oder 4 Mal probiert, beim 4. oder 5. Anlauf hat es dann geklappt und dann konnte ich es bearbeiten, obwohl es am Hochladen war und es hängt. Oh, ich bin sehr spät dran, gerade als dafür getan, dass das Video veröffentlicht wird, also auf YouTube geladen, auf Facebook geladen, die Beiträge vorbereitet, dem Künstler geschrieben, von dem ich die Musik verwende, also die Musik im gestrigen Vlog und die in dem Vlog, was heute dann online geht oder ging, vorgestern und gestern, also in 95 und 96, also Vlog 95 und Vlog 96, oh Gott, ist das verwirrend. Das ist nämlich ein Franzose und ich weiß nicht genau, wo er in Frankreich lebt, aber ich habe ihm dann noch geschrieben und ich habe mich nochmal bedankt, dass ich die Musik verwenden darf und die Links geschickt dazu und ja, ihm geschrieben, dass es schrecklich ist, was in Paris passiert ist und dass ich hoffe, dass es ihm und seiner Familie und seinen Freunden gut geht. Ja. Bevor ich mich jetzt ans Video schneiden setze, ne, vorher muss ich in die Dusche gehen, aber egal. Also bevor ich das Video hier beende, muss ich euch noch ganz kurz was erzählen. Wer mir auf Snapchat folgt, und das solltet ihr alle, der hat vielleicht mitbekommen, dass ich dort gesagt habe, dass ihr mir private Nachrichten schicken sollt, wenn ihr Fragen habt zum Kochen oder so.
ich kann euch dann Tipps geben, weil ich das so cool finde, wenn manche so auf Snapchat zeigen, wie sie kochen. Und ich manchmal so einen Tipp hätte, wie es besser gehen könnte oder wie es besser schmecken könnte oder wie es leichter geht oder wie es besser aussieht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, und deswegen habe ich gesagt, schickt mir einfach private Snaps mit euren Fragen und ich beantworte die in meiner öffentlichen Story. Und das weiten wir jetzt aber aus. Nicht nur aufs Kochen, sondern allgemein fragt mich, was ihr wollt. Und fragt mich, wo ihr wollt. Bei YouTube, im Video, in den Kommentaren, per Twitter oder am coolsten wäre eigentlich Snapchat. Das würde ich ziemlich cool finden. Ja, und bei Snapchat braucht ihr natürlich keinen Hashtag, wenn ihr mir private Snaps schickt. Ihr könnt das aber natürlich auch in eurer öffentlichen Story machen. Wenn ich euch folge, müsst ihr nur Bescheid sagen. Oder so, wenn ich euch nicht folge. Egal. Also da braucht ihr keinen Hashtag. Aber ansonsten, wenn ihr per Twitter fragt oder wo auch immer, dann benutzt das Hashtag AskTima. Und dann beantworte ich das. Entweder im Video oder im Snapchat. Würde mich freuen, wenn ein paar Fragen kommen. Egal was. Kochen wäre natürlich am einfachsten für mich wahrscheinlich. Oder Fragen zur Videografie oder Fotografie. Oder was immer ihr wollt. Also Ask Tima. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt duschen und setze mich dann ins Video. Also in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.